whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Heute habe ich Ihnen einen neuen, na ganz so neu ist er nicht, Islay Single Malt Whisky von Beaumont mitgebracht, und zwar den Beaumont Surf. Ja, wir haben ihn jetzt im Programm und damit ist es eine Neuvorstellung. Ich habe den aber schon probiert, und zwar bestimmt 10 Jahre her. Aber ich habe nicht das Geschmacksgedächtnis, das absolute Geschmacksgedächtnis, sagen würde, der hat damals so und so geschmeckt. Habe ich leider nicht. Und der Beaumont Surf ist nun eine Flasche, eine 1-Liter-Flasche, die typischerweise für den Reisebedarf, den Travel Value, abgefüllt wird. Aber anscheinend sind dort die Verkaufszahlen nicht so groß, dass man nun auch uns als Fachhändler damit beliefert. Ja, was ist das Besondere an Beaumont? Beaumont ist eine der ältesten Brennereien, die in Schottland noch produzieren, seit 1779. Und sie ist eine der wenigen Brennereien auf der Insel Isle of Islay. Und dort ist man gewohnt, rauchig zu brennen. Und Beaumont ist dafür berühmt, in Sherryfässern seine Whiskys auszubauen. Das heißt, man hat auf der einen Seite den Rauch und die Sherryfässer, die sich dann miteinander verbinden und eine wunderbare Komplexität im Aroma ergeben. Dabei ist Beaumont lange nicht so rauchig wie die anderen Single Malt Whiskys an Islays Südküste, Lagavulin, Laphroaig und Ardbeg. Und Beaumont liegt also nun mitten in der Stadt Beaumont, im Städtchen Beaumont, auf der Insel Isle of Islay, direkt am Wasser. So. Und nun habe ich mir gedacht, naja, Beaumont Surf, alles gut, alles schön. Haben wir sowas Ähnliches schon mal, und zwar den Beaumont Legend, habe ich mal hier probiert. Und natürlich haben wir dann alle anderen Beaumonts auch schon durchprobiert. 12, 15 Jahre, 15 Jahre Mariner, 18 Jahre, 25 Jahre, 21 Port und so weiter und so fort. Ich blende Ihnen da mal hier die ganze Liste ein. Also haben wir schon viel probiert. Und jetzt habe ich gedacht, naja, der Surf ist ein Single Malt Whisky von Beaumont, und jetzt nennt man den Surf für einen Travel Value und den Legend macht man für einen Fachhandel. Jetzt habe ich mir die Schachtel durchgelesen. Klingt nicht so, klingt anders. Und zwar steht hier hinten drauf: Crafted from a selection of the finest bourbon barrels, which over time helped to bring out the whisky's perfect balance. Das heißt, der ist in Ex-Bourbon-Fässern gelagert. Peat Smoke, also Torfrauch, etwas Light Zesty Fruits, also etwas trockene Früchte, Zitrusfrüchte und ein Hauch der frischen Seeluft, warmer Rauch, Eiche, wunderbare Süße, ausbalanciert mit einer Spur von Zesti, also wieder trockenem Lime ist. Limette. Ja, robustes, ein warmes Finish. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob das nun hier, der ist so dunkel, ne? Wenn das nur eine ohne Altersangabe ist, dann schätze ich den so, sagen wir mal, auf 7-8 Jahre. Wie soll der so dunkel werden, ne? Ja, der ist gefärbt, ist ganz klar. Und dann sagen sie hier, dass sie den in dem Legendary Number One Vault bei Beaumont reifen. Das heißt, es ist dieses legendäre Lagerhaus, was an der direkten Mauer zum Meer, unter dem Meeresspiegel liegt, wo das Wasser runtertropft, wo es ganz feucht ist und so weiter. Kann ich nicht wirklich glauben, denn von dem Surf füllt man dermaßen Mengen ab, damit ist dieses Lagerhaus mächtig überfordert, und da liegen normalerweise deutlich ältere und deutlich wertvollere Fässer als hier so ein paar Bourbon, Ex-Bourbon Barrels. Also die ganze Erscheinung ist mir nicht ganz rund. Ob der nun so rund schmeckt, werden wir gleich sehen. Literflasche, schwer, groß. Ich finde sie ziemlich gut gelungen. Einen schönen Blick auf die
gefärbte Farbe des Whiskys wieder. Schönes Etikett. Gold-Kupfer-Applikationen. Schön. Ja, gleich Rauch drauf. Und da wird immer gefragt, ja, wie rauchig ist denn nun der Bonvoir? Und man sagt sich immer, er ist nicht so rauchig wie diese Dorfmonster von aller Südküste. Und man sagt ihm so 35 ppm Rauch nach. Wobei man auch sagen muss, dass die jungen Whiskys den Rauch stärker wiedergeben. Wenn sie älter werden, baut sich der Rauch ein bisschen in Komplexität ab. Und wenn er so jung ist, schmeckt er jetzt vielleicht wie 40. Und wenn er älter wird, dann schmeckt er wie 35. Und wenn er ganz alt ist, schmeckt er vielleicht wie 30. Das ist so das, was man sagt. Die Spezifikation sagt irgendwo 35. Wobei das immer die Zahl ist, die bei der Herstellung des Malzes verwendet wird. Wenn das dann nachher da mit dem Wasser in Verbindung kommt und dann destilliert wird und so, bleibt sowieso eine Menge zurück. Also das ist 35 ist Input, nicht Output. Oh, viel Rauch, viel Dorfrauch. Und der ist stark, kräftig, viel Rauch. Also das sind gefühlte 40. Jetzt muss ich einen Augenblick warten, bis ich mich an diesen Rauch gewöhne, aber diese zesty Lime-Noten sind schon da. Die spürt man schon dahinter. Und dann heißt es maritime Noten, da tue ich mich jetzt noch ein bisschen schwer, aber so ein bisschen, jetzt könnte ich fies sein, fauligen Seetang, nein, das ist es nicht, aber so ein bisschen, ja, medizinisch Jod, irgendwo da die Ecke. Die spüre ich jetzt schon. Ja, in der Nase sehr angenehm. Sehr rund. Überfordert niemanden, der Rauch mag. Wenn sie Rauch nicht mögen, sollen sie nicht mit anfangen. Dafür ist der Rauch dann doch kräftig. Jetzt hat sich meine Nase an den Rauch schon gewöhnt und jetzt kommen dahinter deutlich die Zitrusfruchtnote hoch. Das geht jetzt sogar rüber ein bisschen in die Orange. Ja, jetzt Zeit zum Probieren. Da ist eine Jugend noch mit dabei. So alt ist der noch nicht. Ja, so eine ganz leichte metallische Note kann ich noch vernehmen. Ja, vergleichsweise jung abgefüllt. Und da muss ich schon sagen, die schaut mir jetzt sehr gefärbt aus. Wenn das Ex-Bourbon-Fässer sind, 7 Jahre, 8 Jahre, glaube ich jetzt auch. Auch wenn es alles First Fill wären, was es bestimmt nicht sind. Jetzt wird er ein bisschen süßer, ja, aber die Eiche ist noch gar nicht da. Nö, der lag noch nicht wirklich lange. Der Rauch verblasst jetzt, geht zurück. Kein wirklich langer Abgang. Da fehlt noch ein bisschen was. Aroma mit den Zitrusfrüchten, nicht schlecht. Ja, ein ehrlicher, nein, ein unehrlicher Single Malt Whisky. Nein, also ein ordentlicher, gut trinkbarer Single Malt Whisky, der ein bisschen an Reife und an Alter noch zu wünschen übrig lässt, aber für das geringe Geld, was man für diese Literflasche ausgibt, doch ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Tja, ich freue mich, wenn Sie bei uns im Shop-System sich nach der Flasche umschauen und wir auch genügend davon haben, dass wir liefern können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.